Der Ishin Prof 58 Videoempfänger ist perfekte Ergänzung für deine Fatshark Dominator Brille. Er hat zwei Empfänger mit je 40 Kanäle, die über das kleine OLED-Display gescannt werden können. Passt in jede Dominator FPV Brille. Man kann aber den Empfänger auch für eigene Projekte nutzen, wie für ein LCD-Display. Der Stromanschluss mit 5 Volt ist ganz links, rot. Der dritte Pin ist die Masse, schwarz. Der sechste Pin ist die Videoleitung, gelb. Zwischen der Batterie und der 5 Volt Leitung ist ein 5 Volt Spannungsregler. Die gelbe Videoleitung schließe ich an das LCD-Display an. Das Display benötigt 7,4 Volt, die von der Batterie kommen. Ich verwende hier ein 7,4 Volt LiPo. Nach dem Einschalten wird die letzte Frequenz auf dem Empfänger aktiv. Über den Dreifach-Kippschalter wähle ich nach oben das Band und nach unten den Kanal aus. Zum Testen bringe ich zwei Antennen mit SMA-Anschluss an. Per Klick in der Mitte gelange ich in das Menü und kann zum Beispiel den Suchlauf starten. Im Menü ist die manuelle Einstellung vom Band und Kanal möglich. Auch die Antennen können manuell ausgewählt werden. Das Modul liefert guten Empfang. Zum Testen von der Diversity-Funktion habe ich meinen Quadcopter weit entfernt platziert, damit der Empfang schwach ist. Hier sehe ich sofort, wie die Diversity-Funktion arbeitet.